Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier in diesen Laborbereich eingedrungen. Sind mit dem Fahrstuhl in den Keller gefahren. Und haben uns hier schon ein bisschen umgeguckt. Und wir müssen jetzt hier in diesen Gasraum. Wir hatten beim letzten Mal einige Gegner platt zu machen. Und ja, hier in dem Gasraum soll wohl irgendwas Experimentelles sein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein, Leute, los. Gasexperimentierung. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay. Dangerous. Bei Benutzung der Gaskammer. Oh Gott. Ich hoffe, dass YouTube nicht das Video zensiert. Okay, muss das elektronische Schloss unbedingt geschlossen sein? Hinweis für das Gasmischungsexperiment. Der für Menschen tödliche Gültigkeitswert des Gases ist 85% und alles darüber. Je näher die Farbe des Gases an eine der Grundfarben Rot, Grün und Blau herankommt, desto giftiger ist das Gas. Wenn ein Gas durch das Mischen unsichtbar wird, sind alle Toxine neutralisiert. Ah, okay. Jetzt sehen wir auch, Leute, Stromverteiler für die Experimentierausrüstung. Hier ist auch ein Gasmelder. Jetzt sehen wir auch, Leute, was wir da letztes Mal gesehen hatten, ne? Der Raum ist mit giftigem Gas gefüllt. Die Tür ist automatisch verschlossen worden. Da, jetzt kommt nämlich das zum Tragen, was wir in der letzten Folge gesehen haben, mit dem Gasemischen. Die Farben, die verschiedenen Farben, die sich neutralisieren. Oh! Gasflaschen für Experimente. Die verschiedenen Gase können gemischt werden. Da ist einer drin. Schon mal da ist ein Typ drin, bewegt sich sogar noch. Was? Maschinen, die den Gasraum überwachen. Hier können die... Was? Hier können Daten... Wie die... Ach, Leute. Giftigkeit des Gases und der Effekt des Gases auf den Menschen erforscht werden. Okay, Leute, da ist ein Typ drin. Okay. Es geht los, Leute. Das nächste Rätsel sozusagen. Gase mischen. Dort sind drei Knöpfe. Mit ihnen wird das Gas in den Gasraum geleitet. Ach du Scheiße, Leute. Da wollte einer vergasen werden, ey. Boah, welchen Knopf zu drücken? Links sehen wir Poison Level. Im Moment ist es halt so 50% giftig und es darf halt nicht auf 85 oder 100 gehen. Sondern das Ziel ist 0. Blau. So, jetzt müssen wir auf die Farbe achten, Leute. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Gift-Level da drin. Giftigkeit. Und es ist aber leicht bläulich. Das heißt, gegen Blau war doch Rot, oder? Oh, nee, 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 nee. Das ist jetzt aber violett. Grün, ne? Grün, genau. Ja, ja, toll. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Rot. Jetzt ist es rötlich. Grün. Jetzt ist es orange. Blau. Ach, Leute. Rot? Ich hab doch keine Ahnung. Und das ist jetzt echt Rätselraten. ich hab vergessen, tatsächlich die Farbe. Ich hab tatsächlich die Kombination vergessen, ey. Ne, blau dürfen wir jetzt nicht drücken, weil dann wird der sterbende Typ. Grün dürfen wir auch nicht. Rot. Es muss rot sein. Blau. Alter Schwede. Nochmal rot. Oh, fuck. Nein, 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 der hustet, der hustet. Wie war denn hier jetzt nochmal die Kombi, sagt mal. So, jetzt haben wir wieder 50% und es ist violett. Grün. Ah, 30%. Und das ist jetzt orange. Und das muss dann mit blau. Ha! Boah, Gott sei Dank. Der war fast am Krepieren, ey. So.
Nein, 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 nein. Ich will nichts mehr. Hör auf, um Gottes Willen. Ich wollte doch nichts prüfen. Okay, Typi. Wir kommen zu dir. Wir haben dich befreit. Alles klar, Leute. Oh mein Gott. Oh Gott, wir sind in der Gaskammer drin. Aber eine Cutscene. Who are you talking about? What are you planning, Kurt? I'm here with the rescue team. Where is Dr. Crook? Here. This will give you access to his personal lab. Privatlabor. Mhm. Okay, Leute. Ah, B, ein Schlüsselchip. Wir wissen, wo wir den brauchen, ne? In der Bibliothek. Aber 3695, Leute. Die Zahl 3695 wurden per Hand auf ihn geschrieben. Oh Mann, ey. Und der Typ, der hat wieder... Ha, schaut mal da, Leute. Die Worte Notfallkoffer sind in ihn geritzt. Kleiner Schlüssel aufgesammelt. Wisst ihr noch, in der vorletzten Folge, glaube ich, da waren wir in der Krankenstation, als wir zum ersten Mal hier in diesen Keller runtergegangen sind. Kurz nach der Entscheidung für Gale. Da haben wir zwei Notfallkoffer gesehen. Und dafür ist der kleine Schlüssel da. Ist das nicht geil? So. Regina, das ist gar nichts zu dem, ne? Ey, Regina, wie abgebrüht bist du eigentlich? Aber es war doch mal wieder klar, ne? Wir haben Überleben gefunden. Kurz nachdem wir ihn gefunden haben, stirbt er und gibt uns was. Das habt ihr auch schon gemerkt. Das ist so typisch Capcom-Spiele. Aber gut, Leute, wir müssen in die Bibliothek tatsächlich, weil wir haben jetzt einen Schlüsselchip bekommen und mit dem Schlüsselchip können wir da diesen Computer bedienen. Und ja, dann machen wir das doch einfach mal. Was? Ui! Boah! Wie kommt der denn hier rein? Oh mein Gott, ey. So, Danger, komm. Und raus. Und raus. Komm, lauf raus. Oh ja. Ah, oh, geil. Das wird geil. So. Was ist unsere Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Oh, wie geil. Tschüss. Und tschüss. Geile Szene. Abbruch. Oh, geile Szene. Oh mein Gott, wir haben einen Dino vergast. Es tut mir leid für alle Dino-Fans unter euch, aber es musste einfach sein. So. Okay, das haben wir auch geschafft. Da ist wieder ein Hintergrundgeräusch. Verdammt nochmal, was ist mit dem Sound los? Da ist jetzt ein minimaler Sound, ne? Nicht zu fassen. Naja gut, egal. Sind jetzt hier wieder welche? Wir müssen in die Bibliothek. Nein, hier sind keine. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen durch den Computerraum in die Bibliothek. Da ist dieser scheiß Sound noch. Ne? Ich muss wieder raus, oder was? Och nee. Muss ich jetzt wieder raus? Ich will dieses Spiel nicht mit irgendwelchen Soundbugs spielen. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Nein, bitte nicht speichern. Ach, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Na ja, gut. So. Leute, wisst ihr was? Oder nee, jetzt ist es weg, oder? Ich glaube, wenn ich ganz oft mal in den Computerraum hier reingehe, weil da ist ja keine Musik drin. Jetzt ist da immer noch Sound.
Aber der geht besser. Der geht besser, den hört man nicht so. Den hört man nicht so. Das ist in Ordnung, Leute. Okay, da muss ich doch nicht rausrennen. Oh mein Gott. Okay. Wir müssen allerdings hier in diese Bibliothek rein. Weil wir diesen Schlüsselchip von der Leiche gekriegt haben. Ganz genau, Leute. Wie wir es in der Notiz gesehen haben. Wir müssen jetzt hier eins von diesen Schlössern aktivieren. Ne? Ja, genau. Gut, Regina, dann nutz mal hier bitte deinen Schlüsselchip. Ganz genau. Willst du die Chipdaten überschreiben? Oh. 3605, glaube ich, ne? Stand da auf dem Schlüssel drauf. Genau, passt. Die Zahl wurde bestätigt. Zeige die magnetischen Datenmuster für Speicher 3695 an. Bitte überschreiben Sie das Magnetmuster des Schlüsselchips. Oh, wie cool. Hier haben wir nächstes Rätsel, Leute. Ja, das ist ganz einfach. Und zwar, ihr seht unten den Schlüssel. Und wir müssen diesen Schlüssel hier durch rausziehen. Der verschiedenen Sachen. Genauso hinkriegen wie da unten auch. Das heißt, das hier stimmt schon mal. Die beiden stimmen auch. Und dann ist es eigentlich schon... Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sollte es eigentlich schon passen, das Muster, ne? Also das schiebt sich immer nach unten. Wenn wir das jetzt rausnehmen, ich glaube, dann haben wir es schon. Tatsächlich, da haben wir das schon. Geil. Bing. Sehr geil. Daten überschrieben. Datenspeicher 3695. Die Anzeige wurde eingeschaltet. Tada! Ha! Wie ein Schlüsselchip. Ha! Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Richtig Hightech. Und jetzt muss ich nur noch den Schlüssel suchen. Ah, stopp, 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 stopp. Da ist er doch. Hier. Oh mein Gott. Alle Datenspeicher, ja, ist in Ordnung. Ja, okay, dann muss ich... Ha, Leute. Wir kommen einem Geheimnis auf die Spur. B1 Schlüsselchip. Stylisch. Oh, schaut mal da, Leute. Ein R ist in die Karte geritzt. Schlüsselkarte R aufgesammelt. Ha, schaut mal hier. Hier haben wir noch diese Schlüsselkarte L. Die hatten wir in dem Chefbüro gefunden. Schaut mal die. Erinnert ihr euch an kurz vor der Szene mit dem T-Rex? Geil. Okay, jetzt haben wir die L und die R. Zugang zum... Was war das? Geheimlabor. Oh mein Gott. Im Speicher ist ein Memo. Schau ich das mal an, das sieht voll stylisch aus. Das ist also keine Bücher drin, sondern einfach nur elektronische Daten. Ja, geil. Ach, und ist ja wieder ein Sound. Aber egal, Leute. Lesen wir das Memo. Paul, ich habe den Hinweis endlich. Diese Schlüsselkarte ist zum Betreten des Geheimlabors nötig. Oh mein Gott. Die einzige Chance, reinzukommen, besteht während des heutigen Experiments. Hol sofort die andere Karte. Sie ist im Raum des Chefs. Ganz genau, Leute, die haben wir ja schon. Ha, weil wir damals vorgesorgt haben, quasi. Ich hörte, die Geheimcodes stehen auf dem Steuerfeldschlüssel des geheimen Safes. Genau, Leute, hier haben wir auch nochmal, wenn wir es damals nicht die Lösung gefunden hätten, hätten wir sie jetzt hier. Wenn wir das geheime Labor finden, ist alles gelöst. Das überlasse ich dir. Viele Grüße. Ah ne, viel Glück, Mike. Dankeschön, lieber Mike. vielen Dank. Und mit den beiden Schlüsseln können wir jetzt in den Computerraum gehen. Hier hinter. Und in das Geheimlabor von Dr. Kirk. Oh mein Gott. Allerdings muss ich nochmal kurz raus wegen dem Soundbug. Ich würde sagen, liebe Leute, ich schneide euch kurz raus. Und wir sehen uns dann gleich vor dieser Tür hier wieder. Ich mache mal kurz den Soundbug raus. Ja?
Also bis gleich. So, da bin ich wieder. ja, wie gesagt, ich habe jetzt den Soundpack rausgemacht und genau, wir wollten ja in den Computerraum. Na, da würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Da wir von dicke. Geile Wissenschaftsmucke. So, Leute, Computerraum. Genau. Hier sehen wir ja, dass da eigentlich nichts ist, ne? Aber, Leute, aber, wir sehen ja hier vorne diese beiden Türschlösser, ne? Und wir haben ja jetzt zwei Schlüsselkarten. Einmal L, einmal R. Links und rechts. Das kann so einfach sein, ne? Dann, Regina, steck mal die Karte ein. Dieses Schloss kannst du nicht allein öffnen. Willst du Geld zur Hilfe rufen? Na klar, warum nicht? Okay, Leute, dann Gale. Komm. I finally made it to the entrance of the doctor's lab. Good work. The door looks like it needs two people working in tandem to unlock it. Sit tight, I'll be right there. Mach's dir gemütlich, okay. So, what's our status? Here, take this. Ready? Okay, on three. One, two, three. Okay. Coole Szene. Hallo Gale im Übrigen. Was machst du? You're all clear. Let's go. Ah, wir konnten dieses Schloss also gar nicht alleine öffnen. Interessante Schlosstechnik. Ja, der Kirk, der ist schon... Der hat sich doch vorbereitet hier. Und direkt ein DDK-Schloss. Ein DDK-Gerät, auf dem ist ein E zu lesen. Ach, das haben wir doch. Das E haben wir. So, liebe Leute. Bei diesem Rätsel ist es jetzt ein bisschen anders. Wir haben ja da diese Sicherheitsinfos gelesen, ne? Und die Zahlen, die stehen jetzt nicht für Buchstaben, sondern für Reihen bzw. Spalten. Ihr seht, die Zahlen sind auch schon so angeordnet, ne? Das heißt also, alle Buchstaben von Spalten 1 bis 5 können wir komplett weglassen. Und 7 und 9 auch. Das heißt, wir haben nur die rechte Hälfte der Buchstaben quasi. Und wenn wir die Reihen rausnehmen, lesen wir von oben links nach unten rechts gelesen. Rechts neben dem Third geht's los. Nicht irritieren lassen von dem The Third Wall. Bla bla bla. Nee. Energy. Leute, weil wenn ihr die Spalten da weglasst, 6, 8 und 10 sind ja das Passwort. Also E, dann 2 daneben, dann wieder 2 daneben. Energy. Genau. Weil in der zweiten Zeile ist nichts. Energy. Ja, das kommt hin. Ja, also diese Rätsel, die sind, wie gesagt, also ziemlich einfach, muss ich sagen. So, wir haben Energy. Wow, genau. So, Leute. Kirks Geheimlabor. Nein, bitte nicht speichern. Ich habe ein Safe Stat. Oh mein Gott, Simulationsraum. Was zur Hölle? Was? Hier läuft was. Was ist das denn? What the hell? Boah, voll interessant. Interessant, Leute. Da war ein Experiment am Laufen. Mit irgendeinem Energiekram. Okay. Ein Supercomputer exklusiv für diesen Raum. Die Experimente, die hier durchgeführt werden, erfordern Berechnungen von höchster Präzision. Ja, das sah schon krass aus, muss ich sagen. Das sah schon krass aus. Pfeile ist ja nimmer mit. Komm. Das sah schon krass aus, muss ich sagen. So, was haben wir hier? Computer. Diese Geräte zeichnen die Arbeitsbedingungen der Simulatoren auf. Ist das hier ein Radar oder was?
Radarzentrale. Cornegonka. Ein Computer zur Analyse von Forschungsdaten. Der Ort der größten Energieeffizienz wird in einem dreidimensionalen Graphen dargestellt. Ach du Kacke. Davon verstehe ich nichts. Gut, was haben wir hier? Sieht aus wie das Tagebuch eines Forschers. Willst du es lesen? Herr Dr. Kirk, klar. Es ist einfach, jegliche Art von Energie zu entfesseln. Die wirkliche Aufgabe ist es, sie zu kontrollieren. Die Verbesserung des Initiators hat die Energieeffizienz maximiert. Okay, Initiator. Dem zum Trotze waren wir unfähig, den Stabilisator-Sicherheitsmechanismus seit dem Unfall von vor 3 Jahren voranzubringen. Die dritte Energietheorie wird die Geschichte der Menschheit drastisch verändern. Ja, das wäre schon cool, ja? Freier Strom und so. Doch solange es ein unsicheres Element bei der Kontrolle dieser Energie gibt. Selbst wenn die Problemwahrscheinlichkeit bei nur 0,1% liegt, ist all meine Arbeit völlig vergebens gewesen. Die Dämmwirkung des Stabilisators, den wir heute Nacht benutzt haben, war ungenügend. Also, der Bereich, der von überschüssiger Energie beeinflusst wurde, hatte einen Radius von etwa 1 Kilometer. Okay. Überschüssige Energie. Oh Mann, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Das Ergebnis des heutigen Experiments wird den Militärs gefallen. Ja, das glaube ich. Die riesigen Kreaturen, die nach seinem Abschluss erschienen sind, haben mich enorm inspiriert. Okay. Dr. Kirk, ey. Mann. Bist du jetzt ein Militärfuzzi oder bist du jetzt ein Forscher? Oder beides? Lustig. Wichtig ist jetzt, diesen Ort unversehrt zu verlassen. Sobald ich alles analysiert habe, werde ich in den Komplex durch den Keller evakuieren. Nee, Dr. Kirk, du warst doch noch da. Das heißt, der hat das jetzt frisch aufgeschrieben gerade. Okay, verstehe. Ja, was diese Energieforschung hier machen, das ist schon interessant, aber auch gefährlich. Ne? Das kann, wie gesagt, einen Zeitsprung verursachen. Das ist eine Art Simulator. Dort sind 3 Schalter. A, dritte Energiekreislauf initiieren. B, Initiator einstellen. C, Stabilisator einstellen. Aha, ich glaube, das ist A zuerst. Der Zünder des Initiators wird nicht eingestellt. Okay, B, C, A dann. Genau. Initiator wurde eingestellt. Okay. Dann müssen wir es jetzt stabilisieren. Okay, und dann jetzt nochmal zünden. Jetzt passiert was? Ah, schaut mal. Holy fuck, ey. Das ist schon krass. Irgendwas mit Energie und Blitzen, das habe ich da doch gerade gesehen. Mann. Okay. Verdammt interessante Simulation. Gut, den Schrank können wir wegschieben, Leute. Oh, geil! Gewehrschaft. Oha. Durch den Anbau werden die Nachladezeiten minimiert. Teile für die Schrot. Oh mein Gott. Geil. Das PA-3 Schrotgewehr ist mit einem Schaft ausgestattet. Es kann mit hoher Frequenz abgefeuert werden. Das heißt, die muss nicht immer nachladen nach jedem Schuss. Ja, das ist natürlich Hammer. Hammergeil. So, Leute. Am Schrank ist hier noch irgendwas? Nein. Was haben wir hier noch? Boah. Stylisches Ding, ey. Eine Fluchtluke für Notfälle. Sie ist mit elektronischen Schlössern versiegelt. Boah, das sieht schon Hammer aus, ey. Dr. Kirks persönliches Terminal. Es wird zwar Datenanalyse benutzt und kann die Notluke entriegeln. Boah, das sieht schon Style Hightech aus hier, ja. Gut, liebe Leute. Aber
Erstmal nicht. Gut, Leute. Ich würde sagen, da die Folge jetzt auch... Ah, wartet mal, nee, ich mache jetzt noch... wir müssen noch einmal kurz raus. Computer aus. Okay. Gail. Why? This operation is taking way too long already. Warning. The emergency system has been activated. Emergency lockdown in progress. What's going on? Oh, must have tripped up a security system. That fool. What's your status, Regina? I'm reading an emergency lockdown in your section. We're trapped inside here. Kirk must have triggered it off. We didn't touch anything. Can you clear it? I'll see what I can do. What's wrong with this thing? Cool it, Gail. We'll find a way outside. Wir haben so viel rumgeschnüffelt, liebe Leute. Und dass wir nichts angefasst haben, das stimmt nicht. Wir haben die Simulation wiederholt. Also Regina. Ja, ihr seht, wir sind hier eingesperrt. Achso, was? Wir sind hier eingesperrt, Leute. Der Kirk, der hat uns hier eingeschlossen. Er versucht herauszufinden, wie die Schlösser dieses Raums geöffnet werden können. Alle Türen zu. Und, ja, aber... Junge, Junge, der Kirk, der will uns echt loswerden. Aber gut, liebe Leute. Wie es hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Wie gesagt, wir sind jetzt hier erstmal eingesperrt. Aber wir kommen hier schon wieder raus, keine Sorge. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke leiten. Würde mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.